Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Im heutigen Video möchte ich ein Thema mit euch besprechen oder euch über ein Thema erzählen, über das leider viel zu wenig geredet wird und das immer totgeschwiegen wird. Ja. Obwohl das eigentlich nichts Neues ist. Jeder, der sich ein bisschen in der Fitnessszene bewegt oder sich ja irgendwie damit befasst, dem fällt ziemlich schnell auf, dass da, ja, dass ja Fitness eigentlich etwas Gesundes sein soll, aber dass da auch viele Sachen damit verbunden sind, die alles andere als gesund sind. Ich möchte aber jetzt zu Beginn dieses Videos gleich klarstellen, ich möchte hier in diesem Video nicht über die Fitnessszene reden, ich möchte nicht über irgendwelche anderen Leute reden, über irgendwelche Verbände reden, überhaupt gar nicht. In diesem Video möchte ich einzig und allein über mich reden und über meine persönlichen Erfahrungen sprechen. Meine persönlichen Erfahrungen mit Stoff, Anabolika und dem Ganzen drum und dran. Ich beginne jetzt mal so als Einleitung. Diejenigen, die mir auf Social Media folgen, haben gesehen, dass ich in den letzten Monaten immer so ein bisschen gepostet habe, dass ich mich von der Bodybuilding-Szene, nenne ich es jetzt einfach mal, ohne jemanden anzugreifen, dass ich mich davon ein bisschen distanzieren will, dass ich davon eigentlich nichts mehr zu tun habe, ja, dass ich nichts mehr damit zu tun haben will und dass ich selber einen anderen Weg einschlagen möchte. Man hat auch gesehen, ich habe wieder eine enorme Transformation hingelegt. Ja, ich bin wieder einiges schlanker, einiges feiner. Ich sehe wieder ganz anders aus. Liegt natürlich auch daran, dass ich meine Ernährung umgestellt habe auf eine pflanzliche Ernährung, dass ich mein Trainingssystem alles geändert habe. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Ich habe einiges geändert. Ich habe mit einigen Dingen abgeschlossen. Einige Dinge haben sich verändert. Diejenigen, die meine Fitnesslaufbahn ein bisschen kennen, wissen, dass ich, als ich mit 18 angefangen habe zu trainieren, dass ich damals so ein bisschen dieser Model-Look angestrebt habe. Ich wollte dünn sein, einfach trainiert, nicht so viele Muskeln. Dann habe ich mich aber von Fitness so faszinieren lassen und bin da ein bisschen zu weit reingerutscht und oder für mich persönlich zu weit reingerutscht und wollte Wettkämpfe machen. Ja, ich wollte eine Wettkampfathletin werden, habe das auch eine Zeit lang so kommuniziert. Und das war in der Zeit, als ich drei Jahre her oder so. Ich bin jetzt 23, mehr als drei Jahre her, wo ich mit dieser Idee aufkam. Und ich war damals viel in Amerika unterwegs und wollte mich da von einem internationalen Coach für internationale Wettkämpfe vorbereiten lassen. Das soll jetzt nicht heißen, dass das bei Wettkämpfen dazugehört. Es gibt naturale Verbände, es gibt naturale Athleten, die auch wirklich natural sind. Es gibt aber auch naturale Athleten, die nicht natural sind. Und das weiß man eigentlich auch, das ist einfach unausgesprochen. Wie gesagt, ich rede jetzt hier aber von mir. In meiner Wettkampfvorbereitung hätte es dazugehören sollen. Ja? Es hat geheißen, okay Anja, ja, wir können dich dafür ready machen, das und das und das und das und das. Gehört halt einfach dazu, dass du diese Form in dieser Zeit erreichen kannst. Und das war für mich halt wirklich schon nicht überraschend, weil ich ja auch nicht auf den Kopf gefallen bin, wie ihr alle hier draußen auch nicht. Jeder weiß, dass das halt einfach ein Thema ist. Nicht nur im Bodybuilding, es wird halt ganz viel gesagt, ach ja, bei Bodybuilding, da stoffen sich ja alle zu. Auch in anderen Spitzensporten, ohne jetzt hier einen Spitzensport bestimmt oder bewusst anzugreifen oder ja, ihr wisst, ich will hier einfach vom Herzen weg erzählen, aber in vielen Spitzensporten kommt es vor, dass man mit Doping nachhelfen muss, sage ich jetzt mal. Und so war das auch bei mir. Ich habe mir dann wirklich überlegt, okay, das ist jetzt ein Schritt, den bin ich doch noch nie in meinem Leben gegangen und das muss ich mir jetzt gut überlegen, ist es mir das wert? Und ich war damals die Überzeugung, es ist mir das wert und ich will das machen und ich kann damit viel erreichen. Und man macht Erfahrungen in seinem Leben, die sind gut und die sind toll und bringen einem weiter. Und man macht Erfahrungen, die sind nicht so toll, stellen sich heraus, dass das nicht das Beste war, aber auch das bringt einem im Leben weiter, denn daran wächst man und daraus lernt man. Und so ging es mir. Und ich habe mir schon vor über einem Jahr überlegt, dieses Video hier zu drehen für euch und euch darüber zu erzählen. Ich war aber irgendwie einfach noch nicht bereit und viele meiner Freunde haben mir geraten, mach das nicht, das kommt doch nicht gut und vielleicht auch gerade deswegen, weil alle sagen, red nicht darüber, vielleicht auch gerade deswegen will ich dieses Video machen. Und vor allem will ich das Video jetzt machen, denn die ganze Geschichte, wo ich mit Stoff in Kontakt war, oder sagen wir, ich muss es so sagen, wo ich mit Stoff abgeschlossen habe, ist jetzt genau
Ja, ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her. Also wir sind jetzt hier März 2017 und es ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her, wo ich mit ihm abgeschlossen habe. Und in diesen 2 Jahren ist viel gegangen. Ich musste mich neu orientieren, ich musste mich wieder selber finden. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Einige da draußen können das vielleicht nachvollziehen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, das ganze Stofferzeugs. Das verändert einem das komplette Wesen. Ihr macht eine Wesenveränderung durch. Das verändert nicht nur einfach euren Look und euren Körper, das verändert eure Psyche und alles. Und das ist alles andere als auf die leichte Schulter zu nehmen. Es ist alles andere als gesund und es ist alles andere als gut. Es gibt vielleicht verschiedene Richtungen, wo es dazu gehört und anders nicht geht, wenn man das will. Ich habe aber in diesen Wettkampfvorbereitungen gemerkt, dass ich das nicht bin und dass ich das nicht will und dass ich wieder zu meinem Ursprung zurückkommen will. Einfach zu der Anja, die Fitness macht aus Freude und Fitness macht aus Leidenschaft und die Fitness macht und verkörpert und repräsentiert, weil sie gesund sein will und auch so Leute da draußen motivieren will. Meine Absicht ist es nicht, weiterhin, wie ich es eine kurze Zeit lang dachte, dass es sei, meine Absicht ist es nicht, Leute animieren, noch, weiß ich wie, krasse Berge an Muskeln aufzumachen, das ist nicht meine Absicht. Meine Absicht ist es, ein Vorbild zu sein für die, vor allem Frauen da draußen, aber allgemein Leute da draußen, die fit sein wollen und gesund sein wollen und denen es vielleicht nicht möglich ist, tagtäglich ins Fitnessstudio zu gehen oder jedes Reiskorn abzuwiegen. Leute, die das halt ein bisschen, sag mal, in einem normaleren Rahmen machen, ja. Für die Leute möchte ich ein Vorbild sein und ich bin froh, bin ich heute in diesem Ausgleich angekommen und ich bin froh, bin ich aus dieser ganzen Phase raus. Ich bin aber auch froh, habe ich diese Phase durchgemacht. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich die gut heiße, aber ich musste die Erfahrungen machen. Ich bin ein Mensch, ich lerne nur immer dann, wenn ich die Erfahrung selbst gemacht habe. Egal, wer mir sagt, es ist nicht gut und das schadet und du sollst es nicht machen, dann erst recht. Ich muss es immer selber ausprobieren und ich muss manchmal auch einfach selber hinfallen. Mit dem ganzen Aufhören dann, dass ich sage es mal so, eben wie gesagt, es war in dieser Zeit, dass ich Wettkämpfe machen wollte. Mit dem ganzen Aufhören kam es dazu, dass ich wirklich Feedback aus meinem engsten Umfeld bekommen habe, von meiner Familie und meinen engsten Freunden, die das auch wussten, wie das auch viele andere wussten. Ich habe das nie offen in eine Kamera kommuniziert, dass ich das damals gemacht habe, eine relativ kurze Zeit lang. Weil, aber egal wie lange das macht, soll es nicht jetzt besser oder schlechter heißen. Ich habe das nie offen in der Kamera kommuniziert, weil das halt so ist, aufgrund von gewissen Zusammenarbeiten darf man auch nicht, weiß nicht was alles preisgeben, geht man auch einem gewissen Image nach und ihr wisst, wie das in der Szene ist. Das ist einfach ein unausgesprochenes Thema und es ist auch einfach verdammt schwierig, einfach immer sau ehrlich zu sein. Das können nicht viele. Heutzutage bin ich an einem Punkt, wo ich es kann und ich möchte auf diese Erfahrung zurückblicken und damit ein für alle Mal abschließen. Also ich habe schon vor 2 Jahren damit abgeschlossen, aber ich möchte das Thema einfach hinter mir lassen und ich finde, ich möchte euch darüber erzählen. Ich möchte vor allem auch damit erreichen, dass ich vielleicht einige von euch, die sich das überlegen zu machen, dass ich diejenigen dazu animieren kann, das nicht zu machen und keinesfalls auszuprobieren. Und ich hoffe, euch genügt dieses Video, wenn ich euch sage, ich habe die Erfahrung gemacht und das hat mich weder groß weitergebracht noch sonst etwas. Ja. Ich habe vorhin gesagt, ich habe das nie offen in der Kamera kommuniziert. Meine Familie und meine Freunde wussten aber Bescheid. Auch Leute, die offline im Gym zu mir hinkamen und mich gefragt haben, aber sag mal Anja, nimmst du irgendetwas? Auch denen habe ich oft die Antwort, oder denen habe ich die Antwort gegeben. Vielleicht einige, die zuschauen und so eine Antwort mal bekommen haben von mir. Meine Antwort war immer, wisst ihr, ab einem gewissen Level geht's nicht mehr ganz anders. Es gibt keine Wundermenschen. Wir sind alles dieselbe Rasse. Wir sind alles nur Menschen. Und aber einem gewissen Niveau gehört das halt einfach dazu. Ja, also ich war nicht die, die das jetzt irgendwie krass verheimlicht hat. Da wussten einige Leute Bescheid, halt einfach nur so behind the scenes. Ja, wie kam ich dazu damals? Wie gesagt, ihr wisst, ich wollte Wettkämpfe machen und das Ganze kam auch dazu, wie es vielleicht einige von euch wissen, vor allem wir Frauen, wir sind mit uns selber nie hundertprozentig zufrieden.
Es ist immer, ach, ich möchte noch mehr Beinmuskeln, noch mehr Schultermuskeln, weniger Fett am Bauch, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Man ist ständig noch strenger zu sich selber, steigert das Training noch krasser, zieht noch mehr an in die Ernährung, noch krassere Diäten. Und dann ist natürlich logisch, früher oder später, wer sich so in der Szene bewegt und wer auch den Traum hat, Fitnessmodel oder Fitnessathlet oder irgendwas zu machen, der wird früher oder später mit dem Thema Stoff konfrontiert und überlegt sich das auch. Und das ist auch normal, leider. So war das halt auch bei mir. Früher oder später kommt man dahin. Deswegen hatte ich diese Szene dann irgendwann auch so satt, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin ja irgendwie nie gut genug und ich will damit einfach aufhören und ich bin froh, habe ich heute mal einen Ausgleich, wo ich einfach sagen kann, ich bin zufrieden mit mir und ich kann das im vollen Ernst sagen, ich bin stolz auf mich selber und ich finde mich schön und ich fühle mich wohl in meinem Körper und das ist genau das, was jeder da draußen auch über sich selber sagen kann, ohne sich ständig abzustressen. Bin ich jetzt gut genug oder ich brauche doch noch mehr, ich bin noch nicht auf dem Level. Das bringt euch einfach im Leben nicht weiter und das frustriert euch auch nur. Ja, die Frage, hat es mich weitergebracht, das Stoffen? Wie gesagt, das war eine relativ kurze Zeit. Vielleicht, um noch krasser zu werden, hätte ich dann noch weitergehen müssen, bestimmt. Aber gebracht hat es mir eigentlich nichts. Schlussendlich habe ich ja keine Wettkämpfe gemacht, Gott sei Dank. Oder irgendwie sonst was weiter in die Richtung, wie gesagt, sorry an alle Wettkampfathleten, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich weiß, es gibt auch Naturalathleten, es gibt auch Naturalverbände. Mich hat es aber nicht weitergebracht, weil ich sag mal, vor dem Ganzen hatte ich ja schon die krassesten Fotoshootings für Muscle & Fitness. Ja, ich war in 15 verschiedenen Muscle & Fitness Ausgaben, in 15 verschiedenen Sprachen, in 15 verschiedenen Ländern. Ich habe meinen Namen auf Koreanisch, auf Russisch, auf Englisch, auf Italienisch, auf weiß nicht was alles gelesen, mit einer geilen Doppelseite und das ist eine Leistung, von der viele da draußen träumen. Man möchte Fitnessmodel werden, man möchte in einem Magazin sein. Und ich habe das erreicht ohne Stoff. Das war alles vor dem Stoffen. Das Stoffen selber, muss ich ehrlich gesagt haben, klar hatte ich mehr Muskeln. Klar war ich ein mega Viech eine Zeit lang. Ja, jetzt bin ich wirklich recht dünn dagegen. Diejenigen, die da die alten Bilder und Videos noch kennen, mich da auch gesehen haben. Aber schlussendlich bringt es auch sehr viele Nebenwirkungen mit sich. Ja? Meine Stimme war in der Zeit extrem tief. Mein Hautbild war alles andere als rein. Mein Gesicht war so markant. Also ganz komische Dinge macht das mit euch. Und auch meine Psyche war komplett anders. Ja? Ich habe eine meiner besten Freundinnen, die ich seit Kindheit kenne, habe ich über ein Jahr lang nicht gesehen, weil die war in San Francisco unterwegs und wir haben uns nie, ja, ein Jahr lang nicht gesehen. Und nach einem Jahr hat die mich gesehen und sagte mir, Anja, du bist nicht mehr du selber und so auch meine Mutter und meine Eltern und wenn es euch die Leute sagen, die so eng um euch herum sind, dann beginnt ihr mal, euch dieses Ganze, was ihr euch da vorlügt und vorlegt, einfach mal zur Seite zu schieben und geht mal tief in euch rein und merkt eigentlich, was macht ihr da und so ging es mir. Ich habe mit Fitness angefangen, weil ich gesund sein wollte, weil ich fit und ja, ein Vorbild sein wollte und ich finde, Stoffen ist alles andere als vorbildlich und ich möchte das Thema endgültig hinter mir lassen. Ich habe vor mehr als 2 Jahren damit aufgehört und ich wollte jetzt einfach heute, wo es mir gut geht und wo ich mich selber gefunden habe, ja, möchte ich euch einfach davon erzählen, sagen, dass das eine Erfahrung in meinem Leben war und ich möchte euch sagen, hört einfach auf mit diesen Gedanken. Ich denke, über die Tatsache, dass ich das gemacht habe, sind vielleicht viele nicht überrascht, weil wie gesagt, das ist etwas, das kommt in der Szene leider häufig einfach vor, ja. Es sind aber bestimmt viele über die Tatsache überrascht, dass ich jetzt hier sitze und rede, weil man das ja eben, weil das niemand macht und das muss auch niemand, das ist jedem seine eigene Entscheidung, aber meine Entscheidung ist, hey, ich habe so satt, ich will einfach ehrlich sein euch gegenüber und ich möchte euch aus meinem Leben erzählen, ich möchte euch von meinen Erfahrungen berichten und deswegen fand ich jetzt einfach 2 Jahre nach dem Aufhören ist es an der Zeit, das einfach mal ja, in die weite Welt raus zu senden. Ich persönlich rate euch davon schwerstens ab, denn ich habe vor langer Zeit meine Erfahrung damit gemacht und es hat mir weder groß was gebracht, noch hat es mir gut getan, noch war ich glücklich. Es bringt euch wirklich nicht weiter. Ja? Es kommt natürlich auf euer Ziel an. Auf jeden Fall, ich bin halt so ein Mensch, schon als kleines Kind, wenn meine Mama mir gesagt hat, fass die Herdplatte nicht an, die ist heiß. Habe ich die Herdplatte angefasst, habe ich meine Hand verbrannt, weil ich musste es selber erfahren. Und vielleicht sind einige in dieser Phase und ja,
vielleicht schon mittendrin, können nicht aufhören und ich möchte euch Mut machen. Es braucht seine Zeit, mit dem Ganzen wirklich abzuschließen, aber es gibt einen Weg daraus. Ich hoffe, ich kann euch da ein Vorbild sein. Und ja, nicht, dass ich jetzt das Ganze verharmlosen will, auf gar keinen Fall. Ich denke, meine Meinung sollte klar, deutlich genug jetzt rübergekommen sein. Aber schlussendlich, was ist Stoffsteroide? Das sind Drogen, ja. Es geht auch um Drogenmissbrauch. Und es gibt auch andere Drogen, ja. Es gibt auch Alkohol, ja. Wie viele gehen jedes Wochenende raus und saufen sich in den Clubs zu, ja. Oder kiffen, ja. Ich hatte früher auch mit 15, 16 Mal, sehr jung, meine Erfahrungen gemacht mit Kiffen. Ich wollte das ausprobieren, ja. Auch ein bisschen später noch, ich glaube 17, 18. Ich hatte das ausprobiert, ja. Ich musste wissen, wie das ist, ja. Kiffen tun auch einige. Ich meine, kann man sich auch fragen, wie gut ist das? Wie gesund ist das? Wie toll ist das, zu kiffen und zu saufen, ja. Koks, auch mit Koks habe ich meine Erfahrung gemacht. Ich wollte es ausprobieren, wisst ihr. Und ich stehe zu allem, was ich in meinem Leben mache. Ich kann hinstehen und dazu stehen. Ich habe meine Erfahrung gemacht. Und ich weiß, dass mich das weder im Leben weiterbringt, noch irgendwie was in mir drin fördert. Und das bringt mich zu gar nichts. Im Gegenteil, man kann sich in den ganzen Drogen extrem schnell verlieren und nicht mehr herausfinden. Und das ist sehr traurig. Und ich wünsche niemandem, dass das passiert. Ja? Wenn ihr mal eure Erfahrung damit gemacht habt und das dann bei einer einmaligen, zweimal Erfahrung lassen könnt, dann ist das ja gut und recht und ihr habt die Erfahrung gemacht und es reizt euch bestimmt nicht mehr. Aber ich möchte heute hier zu euch sagen, überlegt euch das gut, ist es euch das wirklich wert? Weil meine persönliche Erfahrung ist, es ist alles andere, als dass es irgendwie wert ist. Ja, ich wollte mit dem Video einfach mal das, was sich nie jemand auszusprechen wagt, einfach mal auf den Tisch legen. Ja? Ich finde es schade, wie viele Mädels mich anschreiben oder auch Jungs, was muss ich für Substanzen nehmen, um noch besser auszusehen? Und ich möchte das Thema endgültig mit diesem Video jetzt abschließend begraben und hinter mir lassen und einfach sagen, Leute, lasst die Finger davon. Fitness sollte meiner Meinung nach alles andere sein als irgendwie ein Drogenkonsum, als irgendetwas verkrampft hinterher zu eifern und sich mit irgendetwas abzustressen. Fitness sollte gesund sein, ja. Irgendwo durch auch ein bisschen, ja, klar, das Training soll anstrengend sein, aber irgendwo durch soll es auch ein bisschen beruhigend sein. Es soll euch einen Ausgleich geben, ja. Soll euch alles andere als stressen und euch das Gefühl geben, dass ihr nicht gut genug seid. Von diesem Trip bin ich weg. Ich bin gesund, ich bin fröhlich und ich bin glücklich und ich hoffe, das sieht man mir auch an. Vielen Dank fürs Videoschauen. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen.